ersten Tagesordnungspunkt Nr. 14. Hier geht es um das Objekt Alexander-Herzen-Straße und die entsprechende Herrichtung. Ich würde Herrn Kühn kurz bitten, uns die Vorlage einzubringen. Danach haben wir einen Ersetzungsantrag vorliegen, CDU. Danach gehen wir in die Fraktionsrunde. Das würde ebenso mit der CDU starten. In diesem Sinne erstmal Herr Kühn zur Einbringung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, Sie wissen, wir haben die gesetzliche Pflicht zur Unterbringung von Menschen im Kontext von Flucht und Asyl. Sie wissen auch, dass wir im zurückliegenden Jahr, wie prognostiziert, fast 2.200 Geflüchtete in der Stadt aufgenommen haben. Das war die Prognose. Konkret waren es 2.120 Menschen. Sie wissen auch, dass wir, weil wir nicht ausreichend Kapazitäten im eigenen Bestand, im eigenen Eigentum haben, viele Objekte angemietet haben, sehr kostenintensiv angemietet haben und dass das insgesamt für die Stadt eine große finanzielle Herausforderung ist. Deshalb ist unsere Strategie, dass wir eine eigene Kapazität aufbauen, Vorhaltekapazitäten für Übergangswohnheime, um eben nicht teuer auf dem Markt, auf dem Immobilienmarkt anmieten zu müssen oder beispielsweise Hotelkapazitäten zu nutzen. Insbesondere haben wir ja gerade erst Standorte für mobile Raumeinheiten in Betrieb genommen und diese mobilen Raumeinheiten, das haben wir immer gesagt, wollen wir nach 2 Jahren ablösen. Insbesondere auch deshalb, weil das sehr teure Kapazitäten sind. Mit dem Objekt Alexander-Herzen-Straße 64 haben wir ein leerstehendes Gebäude. Es steht seit Oktober 2022 leer. Es gibt derzeit keine andere städtische Nutzungsperspektive. Ein Haus, was leer steht, verfällt. Insofern schlagen wir Ihnen vor, dieses Gebäude für 5 Jahre als Unterkunft für Menschen im Kontext Flucht und Asyl zu aktivieren. Sie wissen, dass perspektivisch dort ein Sportcampus entstehen soll mit einer Spezialturnhalle. Das heißt, es gibt eine Nachnutzungsperspektive, aber bis das baulich umgesetzt wird, und hier ist zunächst erstmal eine Planung und eine Finanzierung erforderlich, können wir diese Bestandsimmobilie nutzen. Kostenpunkt ziemlich genau 1 Million für die Herrichtung. Und weil ich eingangs die Kosten in den Vordergrund gestellt habe, was die Unterbringung angeht, will ich Ihnen da auch nochmal eine Vergleichszahl nennen. Wir haben bei den mobilen Raumeinheiten Kosten pro Kopf und Monat ohne Betreibung, also allein sozusagen für die Bereitstellung der Infrastruktur, also sprich Anmietung der mobilen Raumeinheiten, das, was alles baulich zur Nutzung notwendig war, das schwankt von Standort zu Standort, aber bewegt sich zwischen 500 und fast 900 Euro pro Kopf und Monat. Und wir können hier mit der Alexander-Herzen-Straße, wenn man sozusagen die Sanierungskosten mit der Kapazität, also sprich pro Kopf umrechnet, die dieses Objekt hat, 82 Plätze, wollen ja 65 belegen und 17 in Reserve halten, käme man auf 200 Euro pro Kopf und Monat. Das heißt, diese Vorlage dient dazu, die Kosten, die wir haben für die Unterbringung von Menschen im Kontext Flucht und Asyl deutlich zu reduzieren und um es ganz konkret zu machen, wir wollen mit diesem Standort, der dann ab Herbst, Spätherbst 2024 in Betrieb gehen kann, den ersten mobilen Raumeinheitsstandort, den wir in Betrieb genommen haben, nämlich am Werk 1 in Dresden-Schwurbitz, außer Betrieb nehmen. Der läuft noch bis März 2025 und hätten hier also tatsächlich ein Objekt, was den Standort am Werk 1 ersetzt. Und damit sparen wir letztlich Kosten, weil wir diese mobilen Raumeinheiten nicht länger vorhalten müssen. Wir haben sie ja nur angemietet.
Und es ist auch insofern wichtig, dass es ja immer wieder nicht ganz unberechtigt die Kritik gab, dass die Unterbringung stadträumlich sehr unterschiedlich verteilt ist, dass es gerade im Südosten der Stadt sehr, sehr viele Einrichtungen gibt zur Unterbringung von Geflüchteten. Und auch hier, wenn wir den Standort am Werk 1 in Spobitz abschließen können, würden wir hier dieser Schieflage sozusagen ein Stück weit entgegentreten können. Und letzter Punkt, der für die Vorlage spricht, es gibt den Stadtratsbeschluss von 2017, der sagt, wir wollen eigentlich in Übergangswohnheiten die Kapazität der Geflüchteten sozusagen in der Regel auf 65 Personen begrenzen, also möglichst tatsächlich kleinere Standorte dezentral, um auch die Integration zu ermöglichen. Und genau dieser Standort bietet letztendlich die Rahmenbedingungen mit einer Maximalkapazität von 82. Deshalb bitten wir hier um Zustimmung, um hier die notwendigen Mittel zu aktivieren, dieses leerstehende Gebäude im städtischen Besitz für die Unterbringung aktivieren zu können. Soweit vielen Dank für die Einbringung. Wir kommen jetzt, und vielleicht lässt sich das kombinieren, sowohl Ersetzungsantrag CDU und auch gleich erster Redebeitrag in der Fraktionsrunde. Herr Lehmann? Naja, dann wer macht den Ersetzungsantrag? Herr Dietze, bitte. Und dann wären Sie als Nächster dran. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Ansiedlung und der Ausbau der Chipindustrie im Dresdner Norden bescheren uns und der Stadt künftig nicht nur höhere Einnahmen, sondern etwas noch viel Erfreulicheres, nämlich Kinder. Wir benötigen daher in diesem Stadtgebiet nicht nur Investitionen in Straßen, Wasserversorgung und Wohnraum, sondern auch in Schulplätze. Bei Schulplätzen besteht aber bereits jetzt ein Engpass. Das Gymnasium Dresden-Klotzsche hat nach jetzigen Prognosen bis 2033 einen Fehlbedarf von 1,6 bis 0,2 Zügen. Das sind in Schülerzahlen ausgedrückt so in etwa 30 bis 40 Schüler im Schnitt jährlich. Die 151. Schule Campus Curtis, hübscher Name bekommen, bringt keine Entlastung, da sie in Kooperation mit der Neustadt mit der 148. Grundschule gegangen ist und von dieser Seite auch stark frequentiert wird. Wir haben auch noch nicht eingerechnet, dass Anmeldungen aus Radeberg natürlich auch noch kommen könnten. Mögliche Kooperationen mit Ottendorf zur Errichtung einer weiteren Schule im Landkreis, Herr Donhaus hat es angesprochen, in Form einer Gemeinschaftsschule, sind auf lange Sicht sicher sinnvoll, aber natürlich immer noch vage und helfen uns nicht bei den aktuellen Bedarfen. Die Alexander-Herzen-Straße liegt zwar rund 1,5 Kilometer vom Gymnasium entfernt, das ist als Weg für die Lehrerschaft fraglos unerfreulich, muss aber auch sagen, also ich habe mein Referendariat am Gymnasium am Lösnitz-Gymnasium in Radebeul gemacht. Ich musste zu meiner Außenstelle übrigens mal 2 Kilometer pendeln. Unerfreulich, wie gesagt, für die Lehrerschaft, die zwischen den Gebäuden pendeln muss, für die Schüler im Wohngebiet aber nicht, denn die gehen ja nur zu einer Schule. Wir haben den Standort, wir haben die Bedarfe. Wir sollten hier und jetzt handeln, daher unser Prüfauftrag. Dankeschön. So, und jetzt starten wir mit der Fraktionsrunde und da Herr Lehmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stadträte. Zuallererst möchte ich gerne noch mal den Blick ins letzte Jahr werfen, denn bei aller Emotionalität beim Thema Asyl, bei allen Bedenken der Bürgerinnen und Bürger, eine Sache können wir in diesem Zusammenhang nicht tolerieren. Und das sind die Anschläge, die im vergangenen Jahr im September und im Oktober auf das Objekt auf der Alexander-Herzen-Straße 64 verübt worden sind. Und ich sage, das ist in dieser Form nicht akzeptabel. Dennoch, die angespannte Stimmung in der Sitzung des Stadtbezirksbeirates am 18. September zeigt, dass das Objekt und insbesondere der Standort vielleicht nicht ideal für eine Flüchtlingsunterkunft ist.
Sie konnten ja bereits den Argumenten vom Kollegen Dietze lauschen, der unseren Ersetzungsantrag eingebracht hat. Aber ich möchte gerne noch ein paar weitere Argumente hier aufführen. Zum einen ist die örtliche Situation zu benennen. Die Schule befindet sich in einem Wohngebiet, quasi am Ende einer Zufahrtsstraße. Sie ist flankiert von der neu errichteten Skateranlage auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer Turnhalle, die sich auch auf dem Gelände befindet. Und die Turnhalle soll, auch wenn nebenan das ehemalige Schulgebäude als Flüchtlingsunterkunft ertüchtigt werden soll, weiter betrieben werden. Das heißt, weiter genutzt beim Bau, beziehungsweise auch dann, wenn Flüchtlinge eingezogen sind. Und aufgrund der räumlichen Nähe sehen wir hier sehr großes Konfliktpotenzial. Es ist nur sehr schwierig zu vermitteln, wenn quasi auf der einen Seite des Zaunes regulärer Sportunterricht von Kindern und Jugendlichen stattfinden wird und auf der anderen Seite ein Flüchtlingsheim bezogen wird. Es ist nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, ich würde gerne noch mal den Stadtratsbeschluss aus dem Mai des vergangenen Jahres in Betracht ziehen. Weil dort hat sich quasi die Mehrheit des Stadtrates für mobile Raumeinheiten ausgesprochen. Und wenn man quasi, wie wir gerade gehört haben, die mobilen Raumeinheiten ablösen will, dann macht das wenig Sinn, ein Objekt in Beton zu investieren, wo wir genau wissen, wir investieren eine Million. Und Herr Kühn, ich habe mal fix ausgerechnet, im Worst Case sparen wir 1,5 Millionen mit Ihrer Rechnung, investieren aber 1 Million zuzüglich Wachschutz und reißen das Objekt in 5 Jahren ab. Aus diesem Grund lehnen wir die Vorlage ab und haben ja quasi unseren eigenen Ergänzungsantrag eingebracht. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Frau Abel. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, werte Zuhörende und Zuschauende. Die Alexander-Herzen-Straße, das alte Schulgebäude, soll eine Asylunterkunft sein. Hier im Stadtrat, und das würde ich als Schwerpunkt sehen, angedeutet hat es ja schon der Bürgermeister, hier im Stadtrat haben wir sehr, sehr, sehr oft darüber diskutiert, dass die Verteilung der geflüchteten Unterkünfte in der Stadt sehr ungleich sind. Und es ist ganz erstaunlich tatsächlich, dass der Dresdner Norden so frei davon ist. Wir haben eine kleine Unterkunft für 13 bis 17 Jugendliche, unbegleitete Minderjährige, die auf der Karl-Marx-Straße ist. Auch damals gab es großen, großen Protest. Es wurde sehr gut begleitet von den Bürgern, Bürgerinnen von Klotzsche. Es ist nicht ein Vorfall bekannt. Und ganz interessant, in dieser Sitzung, die mein Vorredner erwähnte, im Stadtbezirksbeirat, war ich auch anwesend. Und da überlegte man, wir haben ja gar keine Unterkünfte. Ach ja, doch, die Jugendlichen. Wir haben die Jugendlichen hier. Und gar niemand kam auf die Idee, dass wir auch ein Hotel haben, was mit Geflüchteten gerade zu diesem Zeitpunkt belegt war. Das hat gar niemand mitgekriegt. Das ist doch erstaunlich. Also offensichtlich, auch da ist eine Schule in der Nähe, offensichtlich sind die Praxis ist eine andere als das, was als Angstszenario hier uns vorgeführt wird. Wir haben eine kommunale Liegenschaft und wir haben die Möglichkeit, das jetzt zu tun, mit dem Versprechen, dass dort, und darum haben die Klotzscher sehr lange gekämpft, dass dort ein Sportcampus entsteht und der Ersatz dieser ganz besonderen Sporthalle, die jetzt in Klotzsche ebenfalls ist, dort wo die Schwimmhalle ist, diese ganz besondere Sporthalle soll dann ersetzt werden. Das ist ein Versprechen, da hoffen wir, dass es wirklich auch eingehalten wird, weil das für die Klotzscher und die umliegenden Gemeinden sehr wichtig ist. Was ist passiert jetzt, nachdem die Pläne bekannt wurden? Unter der Führung von Max Schreiber, nicht in Dresden natürlich wohnhaft, der hier überall den Widerstand, wo Einrichtungen entwickelt werden, organisiert, laufen Krawallmacher
die nur zu einem kleinen Teil auch aus Klotzsche kommen, durch dieses Neubaugebiet, was natürlich nicht mehr ganz so neu ist, also durch dieses Neubaugebiet, diese typische Art von Häusern und schreien rum. Jemand im Krankenhaus, Marienberger Straße, sagte mir, dass sie immer alle ans Fenster gehen und sich die Krawallmacher angucken und die wären ja ganz furchtbar. Also sie wissen gar nicht, worum es eigentlich geht, weil sie natürlich außerhalb des Krankenhauses sind. Ich glaube, dass es uns in Klotzsche gut gelingt, diese Einrichtung zu begleiten. Ulrike Kaspari und ich haben 2015 Menschen aufgerufen, zusammenzukommen, um zu überlegen, wie können wir Geflüchtete auch im Dresdner Norden aufnehmen. Damals haben sie in unserer ersten Sitzung 100 Menschen gemeldet. 100 Menschen waren anwesend. Und aus dieser Initiative Brücken schaffen, wie wir uns nannten, hat sich eine andere Initiative entwickelt, nämlich das Netzwerk Nord. Und das Netzwerk Nord steht bereit. Ja, andere haben auch minimal überzogen. Einen Satz darf ich noch, Herr Dietze. Das Netzwerk Dresden-Norden steht bereit, diese Asylunterkunft zu begleiten, die 5 Jahre, oder sind ja dann nur noch, also ja, die 5 Jahre, die sie dann bestehen. Und das werden wir sicher gut tun. Vielen Dank. Wir werden dieser Vorlage zustimmen. Als nächstes SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, da höre ich ja den Kollegen Dietze schon ganz tief durchatmen. Das wird er jetzt aushalten müssen. Er hat ja gerade eine Schuldebatte aus diesem Thema gemacht. Nichtsdestotrotz, in der Vorlage geht es um unsere kommunale Pflichtaufgabe, nämlich Geflüchtete unterzubringen. Der sollten wir uns stellen und natürlich sollten wir das in einer menschenwürdigen Art und Weise tun. Und natürlich müssen wir gucken, dass wir dabei die Kosten im Blick behalten. Da kann ich nur die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion hier auffordern, sich der Forderung meiner Genossinnen und Genossen anzuschließen, die gerade sehr stark mit dem Finanzminister und glaube ja auch tatsächlich gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, mit dem Finanzminister ringen, dass er Gelder, die im Bund zur Verfügung gestellt werden, um die Kommunen zu entlasten. Es ist eine Aufgabe des Freistaates, diese Kosten zu tragen. Aber der Bund stellt zusätzliche Gelder zur Verfügung, um die Kommunen zu entlasten. Im Moment ist der Finanzbürgermeister offensichtlich noch der Ansicht, das im Landeshaushalt einstecken zu wollen und eben nicht an die Kommunen weitergeben zu wollen. Dann würden wir hier manche Diskussionen, glaube ich, auch nicht so miteinander führen. Ich möchte aber zunächst nochmal dem Kollegen Lehmann für seine sehr klaren Worte hier danken, denen ich mich auch nur anschließen kann, zumindest was das Thema der Brandanschläge auf die geplante Unterkunft angeht. Aber bitte denken Sie dann auch nach, mit wem Sie sich hier gemein machen, wenn Sie solche Andeutungen, Sie erzählen irgendwas von, da kommt eine Asylunterkunft für gerade mal 80 Menschen irgendwie in die Nähe von Wohnungen, von einer Skateranlage, von einer Sportanlage, was Sie damit andeuten wollen. Frau Appel hat es ja gerade richtigerweise ausgeführt, wie gut Integration an ganz vielen Stellen in unserer Stadt funktioniert und gar niemand es merkt, dass da Geflüchtete wohnen. Dass in Klotzsche niemand merkt, dass da Geflüchtete wohnen, mag tatsächlich daran liegen, Herr Kühn hat es gesagt, aber ich würde es noch mal in den konkreten Zahlen ausführen, zumindest nach dem letzten Asylmonitoring, was uns vorgelegt worden ist, haben wir beispielsweise in Prolis 1.125 Menschen, die untergebracht sind, in Kotta 811, in der Neustadt 720, in der Altstadt 632. Ich erspare Ihnen jetzt die Stadtbezirke, die da noch dazwischen liegen und verrate Ihnen das Geheimnis. Klotzsche liegt da auf dem vorletzten Platz unserer Stadtbezirke mit im Moment oder eben den Zahlen des letzten Asylmonitorings, 109 Menschen, die in dem großen Stadtbezirk Klotzsche untergebracht sind. 82 zusätzliche Plätze sind keine Überforderung. Dort gibt es eine gute soziale Betreuung. Der Schulstandort, Entschuldigung, den schieben Sie einfach nur vor. Dieses Gebäude hat keine Betriebsgenehmigung als Schule. Sie wissen doch, wir diskutieren es immer wieder im Ausschuss miteinander. Da investieren wir locker 20, vielleicht 30, vielleicht 40 Millionen Euro in, Herr Donhauser ist gerade im Moment nicht da, 6, 7, 8 Jahren könnte dort eine Schule sein. Sie streuen doch den Menschen da Sand ins Auge, wenn Sie sagen, hier und jetzt. Es kostet einen Haufen Geld, das für andere Schulgebäude fehlt, weil es gibt keine Betriebsgenehmigung dieses Gebäudes als Schule. Es würde ewig dauern, das ist vorgeschoben. Und noch dazu würden Sie verhindern, dass das, was der im Moment nicht mehr anwesende Sportbürgermeister der CDU gerne möchte, den Sportcampus dort nämlich zu entwickeln. Sie sind doch die, die immer vorne wegstehen mit der wehenden Fahne und sagen, diese Springerhalle, die dort für die Akrobatinnen und Akrobaten entwickelt werden soll, das muss unbedingt kommen. Das wollen Sie jetzt offensichtlich nicht mehr. Das ist schade. Wir wollen diese
anständige Unterkunft dort für diese wenigen Geflüchteten im Stadtteil Klotzsche. Sie haben auch schon bei der Luboldstraße nur gesagt, was nie geht. Am Stadtrand wollen Sie auch nicht. Dann sagen Sie, wie es gehen kann, oder machen hier einfach mit. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin eigentlich ein Betroffener. Ich habe auf der Alexander-Herzen-Straße 15 gewohnt. Meine Tochter wohnt jetzt noch dort. Sie ist Leiterin der internationalen Ambulanz an der Uniklinik. Sie hat nur noch mit Flüchtlingen zu tun. Und ich bin eigentlich in Klotzsche oben der Geschichtenerzähler. Ich erzähle nicht gern was von Geld. Das lasse ich weg jetzt in meinem Beitrag. Ich will einfach sagen, als dieses Viertel gebaut wurde auf dem Feld da hinten, da war das nicht sehr attraktiv. Es war am Ende der DDR, aber es war ein Kindergarten da, der Binzerweg, eine Kaufhalle war da, die kleine Sporthalle für die damals 86. Schule. Das war fast schon wieder so ein kleiner Satellitenstadtteil, wie später dann auch das Fontane-Center. Nun haben wir für dieses Gebiet endlich eine neue Entwicklungschance. Die Kaufhalle, die es mal gab, die ist gerodet worden für einen schönen Wohnblock. Und der ist jetzt bezogen. Der sanierte Kindergarten hat einen wunderbar schattenspendenden Baumbestand, weil die Bäume nun die richtige Höhe haben für die Kinder. Wir haben einen attraktiven Skaterpark für Jugendliche und Junggebliebene. Für die Klotzscher haben wir zwei riesige oder große Visionen. Wir träumen und wissen aber, dass wir es brauchen und auch bekommen werden, das Schwimmbad unweit an der Königsbrücker Landstraße. Die zweite Vision sind die beginnenden Planungen für eine besondere Sporthalle als Ersatz für die Sporthalle im Gelände der ehemaligen Luftkriegsschule. Und die Schule, die steht schon so lange leer und gammelt vor sich hin. Ein super schlechter Bauzustand. Sie ist nutzbar nur noch für wenige Jahre mit eigentlich wenig Aufwand. Und dann muss der Abriss erfolgen. Damit komme ich zum Nutzen. Ich bin sehr unzufrieden mit der Tatsache, dass uns von Bund und Land die Anzahl unterzubringender Asylsuchender aufgezwungen wird. Oh, ich will jetzt nichts von Ampeln reden oder so. Da bin ich. Aber wenn wir als Stadt keine Chancen zur Ablehnung haben, dann müssen wir handeln. Und jeder Stadtteil muss seinen Anteil bringen. Die Klotzscher, wo ich schon 71 Jahre lebe, haben im Norden der Landeshauptstadt immer schon ideale Lebensbedingungen gehabt. Eine fantastische bürgerliche Stille. Dann der erste Aufschrei, als die Unterkunft an der Karl-Marx-Straße kam. Demonstrationen auf der Straße. Und heute? Ruhe an dieser Stelle. Vorredner haben das schon gesagt. Selbst die Lidl-Verkäufer haben keine Probleme mit den Eingezogenen. Eher mit Schülern des Gymnasiums, die in den Schulpassen das Geschäft stürmen. Und am Ende der Alexander-Herzen-Straße, dort wird sich alles ruhig einpegeln, denken wir. Viele Klotzscher werden Sympathie zeigen. Da ich zur letzten Stadtratssitzung, als dieses Thema schon auf der Tagesordnung stand, von Zuschauern auf der Tribüne, die heute irgendwas verpennt haben, wurde ich in der Pause verbal bedroht, auch meine Familie. Und deshalb sage ich jetzt hier ganz deutlich, das Objekt Alte Schule sollte für den angegebenen Zweck, nämlich Unterbringung von Asylsuchenden, nutzbar gemacht werden. Aber nie wieder als Schule. Der CDU-Änderungsantrag, das ist Sand aus dem Sack des Sandmanns. Schläfrig machen. Man will den vielen Christen dort oben in diesem Stadtteil eigentlich also was vormachen jetzt als Wahlversprechen. Das geht nie. Und deshalb wollen wir kein vorgegabeltes Wahlversprechen, sondern wir machen das Ding jetzt und dann werden wir das ganz ruhig angehen, oder Frau Abel? Okay. So, nächste Fraktion, Freie Wähler, Freie Bürger. Frau Wendt, bitteschön. Lieber Franz Josef Fischer, du hast mir sehr aus dem Herzen an einigen Stellen gesprochen, und zwar vorgegaukeltes Wahlversprechen. Sehr schön, diese Formulierung. Ich möchte ganz ehrlich die CDU mal fragen, was hat sich geändert zu einer Zeit vor einer Stunde? Da hat dieselbige CDU festgestellt, wir haben schon ein Kapazitätsdefizit, aber
wir brauchen keinen Interimsbau, mobile Raumeinheiten, das brauchen wir alles nicht. Dieselbe CDU sagt eine Stunde später, in Dresdner Norden reichten die Schulplätze nicht. Wir brauchen ein neues oder ein anderes Gebäude. Wir könnten die Alexander-Herzen-Straße dafür nutzen. Wenn das jetzt nicht gerade so zeitnah nebeneinander gelegen hätte, würde das vielleicht doch gar nicht auffallen. Aber das, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist für mich in den Worten ein vorgegaukeltes Wahlversprechen. Das ist ein taktischer Schachzug und hat nichts mit rationalen Zahlen oder anderen Dingen zu tun. Ich kann nur sagen, wir werden uns enthalten bei dem CDU, oder ich zumindest bei dem CDU-Antrag. Ich sage, stehe auch dazu, was ich vorhin gesagt habe. Ich hätte mir vorstellen können, dass man auch eine Lösung mit einer Außenstelle statt oder gefunden hätte. Oder eben auch vor allen Dingen, das war unser Antrag Interimsbau. Aber das hier, muss ich ehrlich sagen, das schlägt im Fass im Boden aus, was ich hier sehe. So, als nächstes Fraktion Dissidenten. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich will dem nichts hinzufügen, was die Kolleginnen und Kollegen aus Klotzsche gesagt haben. Vielen Dank, Franz Josef Fischer, ein großer, mich sehr erfreuender Redebeitrag. Hätte ich ja gar nicht zugetraut, hätte ich beinahe gesagt. Nee, alles gut. Oder auch, was Anja Apel gesagt hat. Ich finde es tatsächlich empörend, was die CDU-Fraktion jetzt hier zum wiederholten Male in diesem Stadtrat und auch in den Ausschüssen hier für ein widerliches, populistisches Spiel abzieht. Es ist gesagt worden, ich bin da auch nicht der Kompetente, aber der Herr Donhaus hat es gesagt, die Frau Apel hat es gesagt, andere, Franz Josef Fischer hat es gesagt, dieses Gebäude ist für Schulzwecke schlicht nicht geeignet. Ist nicht geeignet, weiß jeder. Und dann jetzt so zu tun, als ob man jetzt hier, sage ich mal, den Schülerinnen und Schülern in Dresdner Norden einen Tort antun würde, wenn man dort jetzt Flüchtlinge reinmacht, das ist mehr als schäbig, das ist billigster, rechtspopulistischer, um nicht Schlimmeres zu sagen, Populismus. Und ich sehe hier, und deswegen bin ich hier auch nach vorne gekommen, ich sehe eine Linie seit dieser Debatte, als wir mit der Asylvorlage hier diskutiert haben, wann war das? Kurz vor den Sommerferien, im Juni, glaube ich, als dann die CDU mit diesem absurden Vorschlag gekommen ist, wir machen dann vier große Zelte und da stopfen wir die dann alle rein. Und im Winter macht das dann auch nichts und die Leipziger machen das auch so und so weiter und so weiter. Also ich will es einfach nochmal ganz klar sagen, oder dann diese absurde Debatte, dass die Luboldstraße nicht geprüft werden darf, obwohl es dort in Loschwitz eigentlich auch so beschlossen worden war. So, also das ist einfach unverantwortlicher Populismus seitens einer Partei, die sich immer als staatstragend, als verantwortlich für das Gemeinwohl, als eine Partei verstanden hat, die auch dann, wenn es wehtut, sich hinstellt und sagt, ja, das ist wichtig fürs Allgemeinwohl. Und das müssen wir einfach auch sagen. Und ich sage es Ihnen auch nochmal, Sie machen hier übelsten Wahlkampf auf Kosten der geflüchteten Menschen, die unsere Hilfe brauchen, weil sie Angst haben vor den Nazis da drüben bei der AfD. Und Sie wollen denen jetzt, sage ich mal, entgegenkommen. Und deswegen machen Sie diese unsäglichen Anträge. Wir werden das im Wahlkampf Ihnen nicht durchgehen lassen. Und deswegen wollte ich Ihnen das hier nochmal klar sagen. Danke. Es geht weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Wellen schlagen hoch und wenn man das sich anhört, muss man feststellen, jede Partei macht hier Wahlkampf auf Kosten der Dresdnerinnen und Dresdner noch dazu. Dass wir als AfD prinzipiell gegen den ungeregelten Zuzug und vor allem die illegalen Einreisen in unser Land sind, dürfte hinlänglich bekannt sein. Aber das Objekt, um was es heute hier geht, dort sind vor allen Dingen objektive Gründe, die dagegen sprechen, dass dieses Objekt geeignet ist für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ich darf daran erinnern, dass dieses Grundstück
geplant ist, auszubauen als Sportcampus, dass das Gebäude, was schon seit Jahren leer steht, als Schule und als Kindergarten genutzt worden ist, marode ist, abgerissen werden soll und muss. Und dann das Ganze entwickelt werden soll mit dem Ersatzbau für die Spezialturnhalle, die nicht mehr lange zur Verfügung steht, im Zusammenhang auch mit der neu zu bauenden Schwimmhalle in Dresden-Klotzsche. Das Grundstück befindet sich übrigens Luftlinie ungefähr 100 Meter von diesem Objekt entfernt. Was spricht also objektiv gegen dieses Objekt? Das sind zum einen die Kosten. 1 Million soll in dieses marode Gebäude gesteckt werden, was eigentlich abzureißen ist. 1 Million. Klingt nicht viel, wenn man den städtischen Haushalt sich anguckt, aber ich erinnere einfach mal ran, mit 1 Million könnte man in Dresden die eine oder andere Straße sanieren. Man könnte, wie wir vor uns gehört haben, die Elternbeiträge für die Kindergartenplätze ein Stück weit reduzieren oder zumindest stabil halten. Man könnte das Schulessen unterstützen und so weiter. Nur mal als Beispiel, was man mit 1 Million alles machen kann. Objektive Gründe. Das Objekt befindet sich mitten in einem Wohngebiet, einem sehr eng bebauten Wohngebiet und mitten in einem Wohngebiet. Und die dort wohnenden Bürgerinnen und Bürger wohnen dort nicht nur seit Jahren, sondern teilweise seit Jahrzehnten, sind somit alt geworden in diesem Wohngebiet. Und ich glaube, die haben ein Anrecht auf entsprechende Ruhe und vor allem auch Sicherheit. Und jetzt darf ich mal daran erinnern, Sie werden es alle ja auch gelesen haben, in der einschlägigen Presse bereits im letzten Jahr, da steht geschrieben, dass die Sicherheit natürlich gewährleistet ist. Man wird die dann dort wohnenden jungen Männer vor Ihnen, die dort wohnen, Anwohnern, schützen. So paradox, wie das klingt, ich möchte das nicht kommentieren. Objektive Gründe. Wer sich in diesem Wohngebiet ein Stück weit auskennt, und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mich sehr gut auskenne, denn ich habe selbst 10 Jahre in diesem Wohngebiet gewohnt, da wird feststellen müssen, dass die Zufahrt zu diesem Objekt ausschließlich über die Alexander-Herzen-Straße möglich ist. Ausschließlich. Und das Ganze sehr eingeschränkt ist, weil dort natürlich entsprechende Parkflächen vorgesehen sind, die auch notwendig sind. Ich sagte bereits, ältere Bürger, die dort wohnen, die auf Autos auch angewiesen sind. Und aufgrund dieser Enge ist eine Zufahrt, wie zum Beispiel für Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankentransporte, nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Nun habe ich bei der Vorstellung dieses Objektes im Stadtbezirksbeirat Klotzsche an den Herrn Bürgermeister Kühn auch die Frage gestellt, ob denn geplant ist, dort Parkplätze wegzurationalisieren und die Zufahrt zu gewährleisten. Auf die Antwort warte ich bis heute und natürlich warten auch die Klotscherinnen und Klotscher, die dort wohnen, auf die Antwort, ob das geplant ist, ob das so vorgesehen ist, was natürlich schlimm für die dort wohnenden Leute wäre. Das dazu, objektive Gründe. Jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Wir alle wissen, dass die Schwimmhalle in Klotzsche nicht mehr lange in Betrieb sein kann und dass es dafür einen Ersatzneubau geben soll und muss. Dieser wird insofern auch unterstützt, dass es inzwischen ja von der Seite der Bäder GmbH dieses Schwimmhallenkonzept gibt, wo eine gewisse Reihenfolge festgeschrieben worden ist. Heißt also, dass die Schwimmhalle in Klotzsche oberste Priorität hat. Dann kommt das Sachsenbad, Ersatzbau für das Sachsenbad, bis hin zum Elbermare in Gorbitz, Kiesgrube Leuben, alles das ist die Reihenfolge, die festgeschrieben sein soll. Jetzt gibt es ebenfalls bei der Vorstellung im Stadtbezirksbeirat Klotzsche die definitive Aussage des Herrn Bürgermeister Kühn, der dort gesagt hat, solange wie dieses Objekt als Flüchtlingsunterkunft betrieben wird, und wir sprechen von 5 Jahren, ich wage mal zu orakeln, ich sage mal mindestens 5 Jahre, dass während diesen Zeitraums die Schwimmhalle in Dresden-Klotzsche definitiv nicht gebaut wird. War die Aussage des Herrn Bürgermeisters. So, nun kann man das Ganze mal positiv betrachten und kann sagen, na gut, dann beginnt im Prinzip der Bau der Schwimmhalle in Klotzsche irgendwo so 2030 und Folgejahre. Heißt im Umkehrschluss weiter, dass die anderen dann folgenden geplanten Schwimmhallen Neubauten, Sachsenbad, Gorbitz, vielleicht dann 2035, 40, eher wahrscheinlich 2050 auf dem Plan stehen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, wollen Sie das wirklich? Unterstützen Sie das, dass keine Schwimmhallen gebaut werden? Wollen Sie das? Dann können Sie dem Ganzen natürlich zustimmen.
Wir wollen das nicht als AfD. Wir stehen zu dem Versprechen, was der Stadtrat am 11.04.2019 hier den Dresdnerinnen und Dresdnern gegeben hat, nämlich dass der entsprechende Schwimmhallenneubau vorangetrieben wird und entsprechend realisiert werden soll, eigentlich schon 2023/24, jetzt hoffentlich in Folge zumindest, aber eben nicht erst 30, 35 oder 40. Dafür stehen wir und dafür bitte ich auch entsprechend die anderen Kolleginnen und Kollegen darüber nachzudenken, was wir den Dresdnerinnen und Dresdner versprochen haben und dazu zu stehen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin und damit zum Abschluss der Fraktionsrunde Frau Siebeneicher für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört zu diesem Standort und auch warum er durchaus Sinn macht. Ich möchte aber auch noch mal den Blick ganz kurz zurückwerfen. Wir haben in den letzten Monaten hier viele Entscheidungen getroffen. Nicht alle waren leicht, aber wir haben sie getroffen, um Menschen hier menschenwürdig unterzubringen. In kleineren Containerstandorten, es wurde gesagt, auf maximal 2 Jahre, in Unterkünften wie hier drüben der Cityherberge. Wir mussten aber auch Hotels anmieten, die zugegebenermaßen die teuerste Art der Unterbringung sind. Um das jetzt in Zukunft zu ändern, sind wir darauf angewiesen, mehr in städtische Gebäude zu gehen, die die günstigste Art der Unterbringung sind. Und ich denke, es muss ja auch noch mal erwähnt werden, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir bis auf 2 Standorte keine Hotels mehr brauchen. Dass es uns gelungen ist, in den letzten Monaten so umzusteuern, dass im März die letzten 2 Hotelstandorte dann auch freigezogen werden sollen. Und dieser Weg ist in vielerlei Hinsicht ein richtiger Weg, den wir weitergehen sollten, weil er auch hilft, Kosten zu sparen. Und es wundert mich doch sehr, dass die CDU, die immer darauf drängt, um alles in der Welt die Kosten zu senken, das ist ja ein Argument, das kann man ja bringen, dass sie an der Stelle sich überhaupt nicht um dieses Argument kümmert. Ich glaube, dass mit den Ausführungen von Herrn Kühn ganz deutlich geworden ist, dass wir pro Person, pro Monat bis zu 700 Euro sparen können, wenn wir städtisch unterbringen. Und das sollten wir dann auch tun. Es ist viel gesagt worden zu den, wirklich Falschbehauptungen, was die schulische Nutzung angeht. Der eigene CDU-Bürgermeister hat es hier mehrfach betont. Und ich möchte an der Stelle noch mal wirklich auf das Verhalten der CDU, was in den letzten Monaten sehr, sehr eindeutig ist, kurz eingehen. Denn ich finde schon, dass es hier so ein Stück weit gipfelt gerade, die Ablehnung unter fadenscheinigen Gründen. Wir haben es hier mit einem Prinzip der CDU zu tun in den letzten Monaten, das da lautet, überall, Hauptsache nicht hier. Und das zieht sich durch die gesamte Stadt mittlerweile. Sie lehnen einen Standort nach dem anderen ab, ohne eine wirkliche Lösung anzubieten. Und sie begründen das in letzter Zeit auch mehr und mehr mit einer Grundsatzkritik an der Bundesregierung und deren Migrationspolitik. Nur, Herr Dietze, wir sind hier nicht in einer Talkshow, wo man sich politische Debatten leistet, sondern wir sind hier in einem Stadtrat, wo wir politische Entscheidungen zu treffen haben. Und das ist originär eine kommunale Aufgabe. Das heißt, wir sind hier in der Pflicht, alle miteinander Lösungen zu finden. Insofern finde ich es nicht nur unredlich, sondern wirklich unverantwortlich, in welche Richtung sich die CDU-Fraktion in dieser Frage in den letzten Wochen und Monaten entwickelt. Ich glaube sogar, dass sie mittlerweile darauf hoffen, dass die linke Seite des Rates ihnen immer wieder die Mehrheiten besorgt, die wir hier auch brauchen für diese Unterkünfte, und dass sie sich zurücklehnen können und sagen können, wir haben ja nicht mitgestimmt. Klappt das nicht,
Ist nicht diese Seite des Rates weiterhin so verantwortungsvoll und führt knappe Entscheidungen herbei? Die FDP ist auch dabei, also das möchte ich nicht unterschlagen, wird das ein wirkliches Problem. Und es ist bis heute so, dass wir nicht ausreichend Unterkünfte haben, dass wir weiter ausbauen müssen. Und wenn wir keine Unterkünfte haben, in der Not auch wieder in Turnhallen unterbringen müssten, der Schulsport nicht wie gewohnt stattfinden kann und der Vereinssport vielleicht auch eingeschränkt werden muss. Wenn Sie Standorte ablehnen ohne bessere Lösung, dann sollten Sie auch so ehrlich sein, die Konsequenzen dieses Handelns hier auch den Dresdnerinnen und Dresdnern zu erklären. Ich hoffe, dass wir heute eine gute Mehrheit bekommen für diese Vorlage. Wir werden auf jeden Fall zustimmen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder mehr in der Sache miteinander ringen können und weniger Populismus sich hier Bahn bricht. Danke. So, damit ist mal die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen, Herr Dietze und dann Herr Breuer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Uns wurde jetzt hier mehrfach vorgeworfen, wir würden gewissermaßen Sand in die Augen der Wähler streuen. Ich möchte noch mal den Blick ein kleines Stück zurückwerfen. Wir haben gerade einen Schulnetzplan beschlossen. Und dort wurde von all den Fraktionen, die jetzt ganz laut aufschreien, dass wir hier Sand verstreuen, folgender Beschlusspunkt mitbeschlossen. Mit Blick auf die geplante Industrieansiedlung in Dresden und Norden und damit einhergehenden Zuzug von Arbeitskräften mit Familien, der Ansiedlungsverhalten dieser und weiterer nach Dresden kommen Familien im Stadtgebiet zu beobachten, die Bedarfsprognose Schulplätze im gesamten Stadtgebiet dahingehend jährlich zu aktualisieren und kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, um das Aus- oder Überreizen der Klassenobergrenzen oder die Einrichtung zusätzlicher Klassenzüge ohne bauliche Erweiterung zu verhindern. Sämtliche Vorschläge von unserer Seite, wie wir in den Dresden und Norden eine vielleicht doch noch vernünftige Lösung reinkriegen. Wir haben abgestimmt, dass wir Grundstücke hergeben können. Jetzt schlagen wir ein konkretes Grundstück vor, wo wir sagen können, hier können wir zumindest perspektivisch noch die Bedarfe abfangen. Werden kurzerhand weggeblasen und dann uns gesagt, wir würden hier falsche Wahlversprechen abgeben. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Sie haben mit dieser Zustimmung zu dem Punkt 2 ein falsches Wahlversprechen abgegeben. So, und jetzt komme ich nochmal zu Ihnen, Frau Wendt. Also mit dem Lesen hat es ja nie so geklappt, aber mit dem Sehen und Hören scheinbar auch nicht. Also, zu sehen war ganz eindeutig, die CDU hat sich enthalten. Wir haben nicht gegen den Interimsbau gestimmt. Und wir hätten auch gerne für den Interimsbau gestimmt, wenn Sie dafür eine vernünftige Finanzierung vorgelegt haben. Wir haben nicht den Interimsbau als solches abgelehnt, sondern den Antrag, so wie sie ihn gestellt hat. Wäre es im Prüfauftrag gewesen, wären wir durchaus an Ihrer Seite gewesen. Dann hätten wir gerne mit Ihnen die Lösung gesucht, haben Sie aber nicht. Sie sind in die Offensive gegangen und daher auch von uns nur eine Enthaltung. Ich betone es nochmal, Enthaltung, nicht Gegenstimme. Dann... Ja, die Grünen. Jetzt kommt auf einmal das große Argument der Kostensenkung. Wenn die Grünen tatsächlich an einer Kostensenkung interessiert gewesen wären, dann hätten sie unseren Antrag doch mit zustimmen können, als wir die Unterbringung in Leichtbauhallen gefordert haben. Aber das wurde schlicht und ergreifend auch von Ihnen wieder abgelehnt. Und, oh Gottes Willen. Und als letztes muss ich sagen, es freut mich, dass ein einfacher Prüfauftrag zu Schulgebäuden so viel Debatte ausgelöst hat und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So, nächste Wortmeldung, Herr Breuer, dann Frau Gaspari. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Herr Lichti, Sie sind gleich dran. Der Herr Stadtrat Lichti hat heute bereits zum wiederholten Male die Unverschämtheit besessen, die AfD mit der NSDAP gleichzusetzen. Ohne dass dies, jetzt rede ich, dann nimmt eine Tabletten, ohne dass dies zu einer Reaktion seitens der Sitzungsleitung geführt hat. Ich finde das ungeheuerlich.
Es ist aus vielerlei Gründen diesem Stadtrat nicht angemessen. Erstens hatte die AfD im Gegensatz zu fast allen anderen Parteien keine ehemaligen NSDAP-Mitglieder in ihren Reihen. Außerdem haben wir eine Unvereinbarkeitsliste mit allen extremistischen Vereinigungen jeglicher politischer Couleur, ebenso als einzige. Zweitens, regt sich doch nicht so auf? Zweitens, ich habe einen Grund, mich aufzuregen. Da die Fortführung verbotener Organisationen eine Straftat ist, impliziert Herrn Lichtis Unterstellung, dass sämtliche AfD-Mitglieder Straftäter wären. Bitte ebenso eine unglaubliche Entgleisung. Herr Breuer, zum Sachverhalt. Ich kann das auch dann nochmal als persönliche Erklärung machen, aber ich würde es jetzt fertig machen. Nee, also wenn Sie nicht zum Sachverhalt reden, dann redet. Sie können Ihr Abstimmungsverhalten erklären, eine persönliche Erklärung gibt es auch nicht, aber Sie können Ihr zu Ihrem Abstimmungsverhalten sich dann äußern. Aber jetzt, wenn Sie nicht zum Sachverhalt sprechen, dann ist das eben hier nie an der Zeit. Zum Sachverhalt können Sie gerne reden, aber eben nie. Ich würde Herrn Toastmann bitten, nochmal in der Geschäftsordnung nachzugucken, zu welchen Themen ich mich bei einer persönlichen Erklärung äußern darf. Der wird mich dann schon noch briefen. So, jetzt als nächstes Frau Kaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Empore und im Livestream. Wie wir jetzt schon gehört haben, es sind viele Menschen auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, sie fliehen, weil sie Arbeit suchen, was ganz legitim ist und nachvollziehbar. Wir suchen händeringend Arbeitsplätze bei uns. Und was wir auch gehört haben, wir haben die Pflicht, wir müssen die Menschen aufnehmen, die kommen. Und was passiert in Dresden, genau wie in vielen anderen Städten? Es gibt Stadtteile, da ist viel Wohnraum frei und da konzentrieren sich die Flüchtlinge und da ist es schwierig, sie zu integrieren. Und es gibt andere Stadtteile, wo eben nichts frei ist, weil dort so viele Arbeitsplätze sind und die Wohnungen gesucht werden und man eigentlich normalerweise nichts findet. Und jetzt haben wir diese günstige Situation. Hier ist ein Gebäude, das steht 5 Jahre frei, die Zeit, in der die Spezialturnhalle geplant wird und danach errichtet wird. Wir freuen uns alle in Klotzsche darüber, dass sie kommt und dann die Kinder weiter dort ihren Sport machen können. Und in der Zwischenzeit wird sie umgebaut und die Flüchtlinge kommen dort unter. Eine optimale Lösung, würde ich mal sagen. Ja, und was ist jetzt passiert? Es gab diese Proteste, wo eine kleine Minderheit von Leuten kam und Angst geschürt hat vor diesen Flüchtlingen, vor Menschen, die kommen und wo die Polizei uns immer wieder sagt, 2015 war es so und es hat sich nicht geändert, es geht von ihnen keine Gefahr aus, es gibt keine erhöhte Kriminalität durch Flüchtlinge, das gibt es einfach nicht. Was aber wirklich gefährlich ist, und das ist das, was wir in Klotzsche erleben. Gefahr geht von Brandstiftern aus, von Menschen, die sowas anrichten. Das ist wirklich gefährlich. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen zu diesem Standort. Dieser Standort, der ist nicht nur deshalb sehr gut, weil er so gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist und weil es in der Nähe den Arzt gibt und die Einkaufsmöglichkeiten. Nein. Er ist so gut, weil er mitten in einem Wohngebiet ist, weil diese Menschen, die dort unterkommen, maximal 80 Leute, sie brauchen Schutz. Und dort wohnen rundherum Leute, die aufpassen werden. Und da werden wir erfahren, wenn da was passiert. Und deshalb ist dieser Wohnort genau der richtige. Ich verstehe die Menschen, die dort wohnen und sagen, sie haben Bedenken. Da kommen Menschen mit einer anderen Sprache, mit anderen Sitten, anderen Gebräuchen, das ist schwierig. Aber wir haben, wie es Frau Apel schon sagte und andere,
Herr Fischer, wir haben in der Klotscher Bevölkerung so ein breites Engagement, schon damals 2015, was da alles auf die Beine gestellt worden ist. Damals wie heute ging es nicht mal nur darum, die Flüchtlinge, die neu ankommen, aufzunehmen. Es ging immer auch darum, die, die dort wohnen, mitzunehmen. Die werden nicht alleine gelassen. 80 Menschen, maximal 82, in einem Stadtteil mit 15.000 Einwohnern. Klotsche hat den Platz, die Kapazität und auch die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft, um diese Menschen, letzter Satz, aufzunehmen und sich um gute Integration zu kümmern. Lassen Sie uns gemeinsam dieser Vorlage zustimmen und gleichzeitig damit auch den Bau eines Sportcampus mit Spezialturnhalle zu ermöglichen. Ich werbe hier für eine breite Zustimmung. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Radzinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, ich möchte auf diesem Wege jetzt hier Ihre Art und Weise der Sitzungsleitung rügen. Zunächst einmal muss ich feststellen, dass Sie mit zweierlei Maß messen, wenn es sachfremde Anwürfe, die ebenfalls nicht zur Sache sind, wenn hier Anwürfe gegenüber der AfD stattfinden, lassen Sie diese im Regelfall gewähren, schreiten zu keiner Zeit ein, die zudem auch jeglicher objektiven Grundlage entbehren. Das lassen Sie jederzeit gewähren. Wenn hingegen sich ein Vertreter der AfD hier wehrt, schreiten Sie ein und verbieten ihm das Wort. Das ist ein Messen mit zweierlei Maß, was so nicht haltbar ist, zumal es auch gegen unsere Geschäftsordnung widerspricht. Ich verweise nur auf § 11 Absatz 8, wo steht, dass jedes Mitglied des Stadtrates nach der Abstimmung das Wort zu persönlichen Erklärungen ergreifen kann, um Angriffe, Äußerungen, die sich auf ihre oder seine Person beziehen, zurückweisen oder eigene Ausführungen richtigstellen oder die Motive für die eigene Stimmabgabe zu erläutern. Sie dürfen nicht länger als 2 Minuten dauern. Ich stimme hinzu, das steht nach der Abstimmung, aber dennoch... Sie haben ja so getan, als ob es gar nicht möglich wäre. Das würde ich dann doch darum bitten, das richtig zu stellen. Vielen Dank. Also, erstens, ich bin in der Regel relativ großzügig mit allen, auch mal bei leichter Zeit überziehen. Da gucke ich nach niemandem, in welcher Fraktion der ist, wenn wir Gastredner haben, etc. Weil mir es dreimal lieber ist, wenn jemand eine halbe Sekunde länger redet, als dass er noch ein zweites Mal zum Mikrofon gibt, dass wir fertig werden. Zweiter Punkt ist, wenn in einem Redebeitrag mal ein Anwurf kommt, ist es zur politischen Auseinandersetzung. Wenn aber ein Redebeitrag kommt, der überhaupt nichts mehr mit dem Sachverhalt zu tun hat, dann hat es eben keine Rede mehr zur Sache zu tun, und das war hier der Fall, dann kann man sich, wie Sie gerade vorgelesen haben, in den Beratungsregeln dann nach der Abstimmung zu Wort melden und sagen, eben mit den drei Sachverhalten, die aufgeführt sind, dann eine persönliche Erklärung abgeben. Das ist zulässig. Das war aber hier nicht der Fall gewesen. Darauf ist auch hingewiesen worden und insoweit war es berechtigt, dass hier das Wort dann entzogen worden ist, wenn kein weiterer Beitrag zum Sachverhalt kommt. Das gilt für alle. Da bin ich relativ hart zu allen, ob das im Einzelfall immer gefällt oder nicht. Das ist halt so. So, damit haben wir erstmal die Rednerliste abgearbeitet und wären am Fuße der Abstimmung. Da liegt uns ein Ersetzungsantrag der CDU vor. Der wäre zunächst abzustimmen und danach ist ein federführender Ausschussbericht, der ist ablehnend. Also wer zustimmt, lehnt die Vorlage ab. Und wenn der federführende Ausschussbericht nicht angenommen würde, dann kommen wir dann zur Abstimmung über die Vorlage selber. So ganz kurz zur Erklärung nochmal zum Abstimmungsverfahren laut unserer Geschäftsordnung. So, wer dem Ersetzungsantrag CDU annehmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Elf Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen, damit abgelehnt. Wer dem federführenden Ausschussbericht, der ablehnt ist, zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Neunundzwanzig Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Das bringt uns zur Vorlage selber. Wer der Vorlage...
Nee, es gibt keine Geschäftsordnung jetzt zwischen der Abstimmung. Jetzt sind wir bei der Vorlage selbst. Wer die Vorlage, der Vorlage folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Neununddreißig Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit so beschlossen. So, Herr Breuer, jetzt sind wir gespannt auf Ihre persönliche Erklärung. Genau, um mich gegen die Anwürfe von Herrn Lichti zu verteidigen. Und außerdem ist es ja so, dass Herr Lichti diskreditiert damit nicht nur uns AfD-Stadträte, sondern er spricht auch indirekt den Dresdner Bürgern, die uns gewählt haben, die Legitimation ab. Dieser Ausdruck von Demokratiefeindlichkeit ist bei diesem Herrn jedoch doch nicht etwa Zufall, sondern Programm. Wir alle konnten noch deutlich seine Aussage anlässlich der mehrfach verschobenen Beigeordnetenwahlen hören, dass man nämlich nur dann wählen dürfe, wenn das Ergebnis vorher feststehe. Ulbricht und Honecker hätten es nicht besser formulieren können. Viertens, und dann ist das Ungeheuerlichste, relativiert Herr Lichti damit die Verbrechen der Nazis, denn er nimmt ihnen damit ihre Singularität. Viele Millionen Menschen sind dieser Diktatur direkt oder indirekt zum Opfer gefallen und der Herr Lichti instrumentalisiert dies für seine kleinkarierten Argumente in einem Kommunalparlament. Wäre ich ein Opfer der Nazi-Diktatur, ein Jude, Pole, Ukrainer, Russe oder sonst was, der seine ganze Familie an die Nazis verloren hat, ich würde mich mit Ekel von Herrn Lichti abwenden. Dass so etwas in diesem Stadtrat passieren kann und noch nicht einmal kritisiert, geschweige denn gerügt wird, wirft kein gutes Licht auf diesen Rat und die Sitzungsleitung durch den Oberbürgermeister. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es muss ja einen Grund haben, warum Sie der Verfassungsschutz beobachtet. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich will noch einmal für die Zukunft darauf hinweisen, dass es bei persönlichen Erklärungen um Angriffe und Äußerungen, die sich auf Ihre Person beziehen geht, da sind Sie jetzt, ich war jetzt sehr großzügig gewesen, um das gewähren zu lassen, da sind Sie ein bisschen davon abgewichen, um das freundlich zu formulieren. Jetzt können Sie ja alle noch meine persönliche Erklärung abgeben. Frau Walter. Ja, Herr Hilbert, ist für mich natürlich genau der Punkt. Ich bin jetzt seit einem Jahr Mitglied in dieser AfD. Eins habe ich bisher noch nicht erlebt, dass das, was genau Sie jetzt kolportieren, ne, ich würde im Übrigen auch gern wissen, warum wir von dem Verfassungsschutz beobachtet werden, denn von uns hat noch keiner und von euch auch nicht, hat noch keiner diesen Verfassungsschutzbericht gesehen. Das ist mal Punkt eins. So, das können Sie jetzt hier implementieren, wie Sie wollen, aber das ist einfach mal ein Fakt. Und seit einem Jahr bin ich hier und all das, was ich bisher gehört habe darüber, das ist einfach mal eine absolute Unterstellung und nichts anderes. Und ich persönlich erkläre hier, dass ich kein Nazi bin, dass ich kein Nationalsozialist bin, um das noch mal deutlich zu sagen, und dass ich mich gegen solche Vorwürfe wehre und dass ich von Ihnen erwarte, dass Sie dem auch entgegentreten. Also das ist das Mindeste, was Sie zu tun haben, dass Sie sowas zu unterbinden haben. Ich habe das noch nie in einer Sitzung, auch in dem Wirtschaftsrat, erlebt, dass man so miteinander umgeht, wie das hier im Stadtrat. Seit zehn Jahren erlebe ich das. Ich habe in der ersten Sitzung gedacht, ich lege Ihnen jeder einen Knicker auf den Tisch. Mittlerweile weiß ich, dass Sie null Anstand haben. Also, Sie können sich alle an die Nase fassen, weil Sie im politischen Streit, wie weit Sie das dann auch polemisieren und zuspitzen. Und solange wie das auf dem Boden der Verfassung und der Feststellung der Verfassungsorgane sind, werde ich dem auch gewähren lassen. Herr Lichti, bitteschön. Ist es an? Ja. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt hier persönlich angegriffen worden, deswegen möchte ich auch kurz Stellung nehmen. Frau Walter, dann nehme ich jetzt mit dem Ausdruck, nein, tue ich nicht. Wenn ich Sie und Ihre Fraktion als Nazi bezeichnet habe, dann ist es eine verkürzende Formulierung dafür, dass Sie eine gesichert rechtsextreme Partei sind. Sie verfolgen ein völkisch-autoritäres Programm.
nach der Überzeugung der allermeisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, auch die am letzten Wochenende, in den letzten Tagen auf der Straße waren, ist es ihr Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland abzuschaffen. Das genau wollte ich mit dem Begriff Nazi verkürzend zum Ausdruck bringen. Und wenn Sie sich dort getroffen fühlen, dann sage ich mal, dann ist es wirklich, ne, wie das Sprichwort geht. Wissen Sie, von den Deportationsplänen, wo die ganze Republik seit 2 Wochen spricht, habe ich von Ihnen hier noch nichts gehört. Keinerlei Distanzierung, nichts, gar nichts. Sie tun hier so, als ob Sie hier eine bürgerliche Partei wären, die hier ganz normal im Stadtrat mitarbeiten würde. Tatsächlich tun Sie genau diese rechtsextremen Leute, die hier unsere Demokratie abschaffen wollen, denen tun Sie die Stange halten, denen hängen Sie an. Also hören Sie auf hier mit diesem, sorry, jetzt hätte ich beinahe wieder eine Beleidigung gesagt, Herr Obergemeister. Ich entschuldige mich, ich bin zu Ende. So, damit würde ich das gerne zum Ende kommen lassen. Herr Hannig, bin jetzt gespannt, worauf Sie jetzt Bezug nehmen wollen, wenn Sie sich jetzt äußern. Ich möchte eine Erklärung zu meinem Abstimmungsverhalten abgeben. Dann erklären Sie mir Ihr Abstimmungsverhalten. Ich muss gestehen, dass ich sehr intensiv darüber nachgedacht habe, wie man hier abstimmt, weil wir das Problem der Unterbringung der Geflüchteten oder Flüchtlinge, je nachdem, wie die, welche Seite des Rates das benennt, ja haben. Meine Zustimmung, auch wenn es am Ende darauf nicht angekommen ist, hat der Kollege Lichti verspielt, der im Übrigen in meinen Augen mit seiner ökofaschistischen Fraktion hier tatsächlich jegliche Anstand, Vorschriften und Angelegenheiten vermissen lässt. Aber das ist egal. Ich persönlich halte ihn für faschistisch, er hält andere für Nazis. Das darf er machen. Ich habe aber jetzt mal nachgeguckt, weil ich mit Ihrer Verhandlungsführung auch nicht einverstanden bin und die ich ja auch ausdrücklich rüge. Und zwar, weil ich nicht mehr so viel im Gesetzestext wühle, wie die meisten hier ja wissen, habe ich im Grundwissen Kommunalpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung nachgelesen. Und dort steht, dass der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin als Leiterin der Stadtratssitzung zur Neutralität verpflichtet ist. Und Sie haben in meinen Augen, auch wenn die anderen das nicht gehört haben, hier keinesfalls die AfD beschimpft, sondern Sie haben, Herr Oberbürgermeister, abseits von einer persönlichen Erklärung zum Abstimmungsverhalten, Sie haben und insoweit entziehe ich Ihnen das Wort jetzt, weil Sie jetzt zu anderen Sachverhalten reden, als Sie sich gemeldet haben. Und insoweit, die nehme ich jetzt überhaupt nicht zur Kenntnis, weil Sie dazu nicht gesprochen haben und dazu auch nicht das Wort erteilt bekommen haben. Und ich verweise jetzt auf Ihren Platz. Punkt, Mikrofon ab. Ewald, ist Schluss jetzt. Weil so Spiele reichen, sind bei mir völlig an der falschen Platz. Und wir können uns gerne über Geschäftsordnung und Hauptsatzung unterhalten. Den Spaß mache ich mit einem, naja, ich sage mal, der nicht mehr ganz im juristischen Dienst tätig ist. Hallo, Herr Zinski. Ja, hallo, also gut. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Dass natürlich eine persönliche Erklärung von Herrn Lichti dazu führt, dass gleich wieder neue Anwürfe kommen. Das provoziert natürlich dann auch, dass man dazu nochmal Stellung nimmt. Er hat von angeblichen Deportationsplänen unserer Partei gesprochen, die so in keinster Weise nachvollziehbar sind, die so nirgendwo auch auffindbar sind und auch nirgendwo belegbar sind. Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen nur empfehlen, hier wirklich mal in unser Programm zu schauen, wo Sie dort einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung festmachen wollen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil all das, was hier an Vorwürfen kam, entbehrt jeglicher Substanz. Vielen Dank. Da will ich auch noch mal dazu erklären, ich habe die Erklärung ausdrücklich zugelassen, als Fraktionsvorsitzender sich da entsprechend hier zu äußern, halte ich für legitim. So, jetzt würde ich aber gerne mal diese Debatte beiseite nehmen und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, denn wir haben noch eine Menge Holz heute und morgen vor uns. Und das ist der